Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Show. Wir haben hier Resident Evil Revelations, der Unveiled Edition. Die Demo zum, ja, jetzt bald anstehenden Spiel. Es kommt am 24.05. Und ja, wir werden uns jetzt mal hier in die Demo versetzen. Das soll ja angeblich, wie soll ich sagen, wieder so ein bisschen back to the roots gehen. Also ein bisschen wieder Schauer mit ins Spiel bringen. Und das Laservisieren wird grün. Einführung anzeigen, das auch, das auch. Den Bildschirm machen wir mal ein bisschen heller, sonst sehe ich hier leider nichts. So, dann Audio. Lassen wir mal direkt so. Die Sprache des Spiels. Die Stimme stellen wir mal auf Englisch oder auf Japanisch. Ich nehme Japanisch mal. Ich habe irgendwie Lust gerade auf Japanisch. Japanese. So, zurück. Und dann werden wir die Kampagnen-Demo spielen. Spielen Sie einen Teil von Jills Geschichte. Wir spielen erstmal auf normal. Auf Höllisch bin ich noch nicht so gut, wie gesagt. Ich bin nicht L2 und R1 halten zum Scannen. Genesis ausrüsten. Die Queen Zenobia. 18.20 Uhr. Und die Karte sieht eigentlich mal nicht schlecht aus. Also das Bild sieht ziemlich gut aus bis jetzt. Und die Kanten sind auch gut geglättet. Teilweise. Ja, größtenteils sieht es doch gar nicht mal schlecht aus. Und dann haben wir hier unten irgendwie einen Maßstab noch. Und ja, es sieht echt schön aus. Okay, Spielerhandbuch, grundlegende Steuerung. So, Bewegung, Rennen, ja, ganz normal. Dann Waffe abfeuern, L1, R1 schießen, mit viereck nachladen, Waffe wechseln mit den zwei Kreuzpads. Dann Steuerung der Hilfswaffe mit R2, Waffe zielen und L1 dann abfeuern. Gesundheit aufladen mit Dreieck, okay. Ausweichen, einfach laufen oder zum richtigen Zeitpunkt, okay. Sie können einen physischen Angriff ausführen, wenn sie entfernt schwächelt und nichts auf dem Bildschirm angezeigt wird. Um Energie für einen besonderen Handschlag aufzuladen. Okay. Na, alles klar. Wir haben die Funktion uns angeguckt. Okay, also rennt gut von alleine. Okay. Untersuchen können wir es nicht. Jetzt können wir es untersuchen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich werde es mit Genesis untersuchen. Also L2 und R1 gedrückt halten, Scan abgeschlossen. Und da ist noch ein Objekt dann. Aha. Pistolenmunition. Genau, also wie gesagt, okay, das sieht auch schon mal schön aus. Also die Grafik gefällt mir bis jetzt sehr gut. Also es ist schön umgesetzt, ein bisschen matschig an manchen Stellen, aber sonst die Texturen so im Nachhinein sind echt schön nachbearbeitet. Muss ich den lassen? Und okay, wir können... Stimmt, das können wir auch endlich uns bewegen. Und oben rechts seht ihr eben eine kleine Karte. Das kennen wir ja aus den alten Teilen. So, kann man hier unten irgendwie was machen? Nö, sieht nicht so aus. Geht nur tief runter. Das scheint eine Sackgasse zu sein. Jo. Okay, also schneller wie das können wir irgendwie nicht rennen. Erstmal ein bisschen an die Steuerung gewinnen. Okay, hello, Chris. Hello. Chris, nano? Hört sich das niedlich an. Chris, kotaite! Okay. Chris, du hakken sta wa? Nani mono ka ni kankin sarete iru? Tasukerare sou ga? So. Lock sarete iru wa? Kagi o sagasanai to. Wakatta. Ore mo sagashite miru. Okay, dann suchen wir mal weiter. Okay, da haben wir ein Kraut, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Tür öffnen. Auf jeden Fall geht es schön flüssig sogar. Also ich muss echt sagen, das ist echt schön. Und man kann auch so seitlich reinspähen, wie ihr sehen könnt. Sie kann sich jetzt leicht smoothie bewegen. Ich sag extra leicht, denn ein bisschen ist die Steuerung noch ungewohnt.
Aber man kann sich endlich bewegen während dem Zielen. Das ist schon mal sehr nice. Ich höre was. Okay, da sprudelt Wasser. Ich wette. Ja, da, ich wusste doch. Na komm. Headshot, Headshot. Boah, du Sau. Plumps. Und er zerfällt zum Matsch. So, gescannt. Sonst hier noch irgendwie was. Okay, ich glaube, dieser gelbe Pfeil, beziehungsweise dieser gelbe Punkt, sagt uns, dass wir hier irgendwie einen Gegenstand oder so scannen können. Haben wir schon. Okay. Aha. Ein Objekt. Ach, das war woanders. Okay, dann gehen wir nochmal schnell zurück. Da was auch machen. Yo! Ach, da ist was versteckt. Okay. Nochmal ein grünes Kraut. Kann man nicht. Okay, 17 Schuss noch, Handbuch, bla bla bla. Und nochmal eine 3D-Karte. Und hier irgendwo liegt noch eine Waffe. Okay. Okay. Okay, jetzt glaube ich, habe ich sie gefunden. So, dann bewegen wir uns mal schnurstracks weiter. Also wie gesagt, gefällt mir sehr gut. Ich habe bis jetzt jeden Resident Evil Teil gespielt. Auch den 6er, den 5er, den 4er, den 3er, den 2er und den 1er. Code Veronica noch nicht. Dazu hat mir irgendwie die Motivation gefehlt. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein gutes Resident Evil geworden ist oder nicht. Eigentlich finde ich die komplette Spielreihe eigentlich sehr gut. Manche natürlich hassen es bis auf den Tod. Ich weiß nicht, warum. Aber ich finde es gut gemacht. Ich finde sogar Resident Evil 5, einer meiner Lieblingsteile sogar, ziemlich spannend. Und manche von euch hassen es ja auch im Tod. Und kann ich irgendwie nicht so ganz verstehen. Warte mal. Ich will wissen, wo die Pistolenmunition ist. Ach so, die kommt erst noch. Okay, das Waffenteil kommt erst noch. Okay. Dann laufen wir mal weiter. Schnurstracks. Geradeaus. Okay, diesmal schlägt das Ding nicht aus. Wow. Schöne Effekte übrigens. Ja, von draußen weht es kalt rein. Hätten wir jetzt nicht gedacht, Jill. Auf der Tür ist ein Anker. Okay. Aha. Auf der anderen Seite höchstwahrscheinlich. Ja, das ist ein Schloss. Uncool. Oh, wer ist das denn? Das Alter schlecht. Erfahren wir noch, wer das ist? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Also wie gesagt, ich habe Revelations noch nie irgendwie in Erwägung gezogen. Ich habe es mir auch noch nie als Walkthrough oder sonst was angesehen, weil ich eigentlich mal sehen wollte, wie es so ist. Und bis jetzt gefällt es mir eigentlich ganz gut. Also die Atmosphäre macht gerade einiges her. Und okay, und wir können. So, der ist down. Headshot ist nie. Okay, die KI ist ein bisschen blöd. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ich auf normal spiele. Ja. Auf jeden Fall sieht sie gar nicht mal schlecht aus. Hallöchen. Leicht zerfleddert halt, aber
Okay. Die DNA noch ein bisschen auseinandernehmen. Und dann schauen wir doch gleich mal, wer das eigentlich ist. Sie sieht aus wie ein Mitglied der Crew. Oh, nicht aus. Woher sie wohl kommt? Ja, das frage ich mich auch. Auf jeden Fall ziemlich dekolletéfrei. Oh, ein Fingerabdruck. Reichweite. Handabdruck gefunden. Wird der jetzt analysiert oder nicht? Auf jeden Fall ist hier noch irgendein Gegenstand. Aha. Immer noch irgendwo einer. Okay, jetzt haben wir alles. No, dann gehen wir nochmal zurück, wo wir Chris gesehen haben. Oder vermeintlich Chris gesehen haben. Wir wissen es ja nicht wirklich. Ich habe irgendwie den Verdacht, ich wusste es doch. Heißt, die Schächte, die sind noch nie so, wie sie zu sein scheinen. Okay. Hier ist noch irgendwo ein Gegenstand. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Aha. Okay, das Objekt haben wir jetzt auch gefunden. Kommen wir jetzt hier rein? Ah, wir kommen hier rein. Easy. So, Steuerung Hilfswaffen. Das sind dann die Hilfswaffen. Oh, okay. Granaten und sowas sind dann die Hilfswaffen. Okay, wir müssen sie nicht mehr separat ausrüsten wie in den anderen Teilen, sondern haben sie jetzt als eine Tastenbelegung. Wow. Hab gewundert, warum so viele Pistolen hier rumschwappt. Überhaupt nicht in der Nähe ist. Jetzt wissen wir es auf jeden Fall. Also brauchen durchschnittlich 6 Schuss ungefähr. Plus minus meine Fail-Aiming-Aktion. Okay, ich habe Kraut oder was dazu? Ja, sieht so aus. Okay, nochmal eine Handgranate. So. Moment. Ich will wissen, wo dieser Waffenpart war. Ja, da unten müssen wir hin. Da, wo der Anker ist. Ziel. Achso, ja, da müssen wir ja wieder hin. Aber ich will jetzt erstmal zu dieser Waffenkiste. Ich hoffe, da kommen wir hin, sonst raste ich aus. Nee, uncool. So. Ja, okay, wir kommen da nicht rein. Ich glaube, das gehört dann zum Hauptgame. Ist dann ein bisschen zu viel des Guten. Wie gesagt, ich weiß hin. Wow! Wow! Ich hab doch mal keine Ausweichen. Wow, hab ich mich jetzt erschrocken. So, da liegt was. Na, Pistolen. Ach ja, hi. Time to say goodbye. So, also wie gesagt, das ist jetzt ein Let's Show. Ich zeige euch einfach nur die Demo. Ich habe sie aus dem japanischen Store übrigens so am Rande mal erwähnt. Und dieses Spiel werde ich auf jeden Fall noch Let's Playen. Ob es zu Release sein wird, wird ein bisschen schwer, da ich in den Pfingstferien nämlich nicht hier bin, sondern bei meiner Freundin in Berlin. Das heißt, dass dann erstmal ungefähr anderthalb Wochen vielleicht nichts kommt, da ich noch ein bisschen andere Videos und so aufnehme. Wie gesagt, ich mache ja auch noch Sport und sowas nebenbei. Und
Da haben wir auch ein paar Filmprojekte am Start. Also wie gesagt, ich werde alles in den unten verlinken zu diesem Video. Auf jeden Fall, ja, schaut doch mal da vorbei. Vielleicht ist ja was Schönes für euch dabei. Und warum schwappt jetzt die Lampe so? Kann man die abschießen? Nö. Ist ja blöd. Das ist ja echt doof. Auf jeden Fall gefällt mir dieser Tauchanzug. So. Wow. Jetzt wollte ich dich schon abschießen. Tu sowas nie wieder. Okay. Es ist eine Puppe. Ja, sieht so aus. Aber warum? Spanisch. Oh shit. Ja, it's a trap. Okay, who the hell are you? Er sieht aus wie Hank. Also aus dem zweiten Teil, Resident Evil 2. Sieht aus wie Hank. Doch, Hank, glaube ich, würde ausgesprochen. Danke fürs Spielen. So, das war die kurze Demo zu Resident Evil Revelations. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder ein Let's Show gibt. Und vor allem sehen wir uns wieder, wenn es heißt, dann das Ganze zu Let's Play in die Vollversion. Und wir sehen uns. Bis dann, macht's gut und tschüss.